Tag und herzlich willkommen zu Extra 3 mit Kuttner. Vielen lieben Dank, sehr, sehr freundlich von Ihnen. Extra 3 mit Kuttner bedeutet ja auch Extra 3 mit Eierstöcken. Ja, da sind nur die Frauen begeistert von, kapiere ich total. Ich bin aber auch tatsächlich sehr stolz darauf, dass ausgerechnet meine Eierstöcke Ihnen ab heute die Klaviatur des alltäglichen Irrsinns hoch und runter spielen werden. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, Alltag, Schmalltag, die wichtigen Sachen sind wichtig, was ist denn hier mit Thüringen und AKK und so weiter? Und dann sage ich, ja, aber wenn alle Leute nach oben gucken, wer guckt denn dann nach rechts und links? Das sind wir, das machen wir für Sie. Und ich weiß, ich bin die Neue und ich sollte mich erstmal ganz zart an sie ranschawenzeln, ein bisschen bussi, ein bisschen lieb sein, ein bisschen hi, flirty. Aber wir müssen direkt mit einem relativ intimen, alltäglichen Thema einsteigen, nämlich, bitte, dass Sie jetzt nicht aufgeregt werden, aber es geht um den eigenen Leibesumfang. Es ist unangenehm, ich weiß es. Es ist aber im Grunde ja immer so, man trägt ja sein ganzes Leben bis vielleicht 35, 40 immer ungefähr dieselbe Konfektionsgröße. Ne? Kommt natürlich jetzt plus minus Nachtisch dazu. Aber es ist ja immer so ein, ja, ich denke, das passt mir, das kaufe ich. Ne? Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem die Arme in dem Lieblingshemd vorne nicht mehr zusammengehen, ohne dass es hinten knackt. Kennt man, ne? Ist auch bei meinem Kleid so. Sie denken, ich tue jetzt nur so, ich komme nicht weiter als das. Und am Anfang denkt man, ach Kike, das geht nicht mehr. Ja, dann klatsche ich eben keinen Applaus mehr im Alltag, ne? Das braucht man ja nicht. Und generell, wie nah müssen sich denn die eigenen Arme überhaupt kommen im Alltag? Man braucht das doch gar nicht. Also selber wenn ich jetzt, und ich finde es ein realistisches Beispiel, ehrlich gesagt, meinen Bräutigam über die Türschwelle tragen möchte, das kann sehr gut so kommen, ist ein sehr dünner Mann, dann würden ja trotzdem das hier, was sind das, 40, 50 Zentimeter, reicht doch komplett. Da kannst du noch zwei Größen größer werden, ohne dass es knackt. Und dann kommt aber wirklich irgendwann der Punkt, wo man einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen muss und einfach mit der neuen Kleidergröße schön mal so einen Kaffee trinken geht, damit man sich danach duzt. Ne? Denn so machen es normale, reflektierte Leute. Ich habe das letztes Jahr gemacht, das war sehr hart, das war sehr traurig, aber ich bin normal und reflektiert. Und dann gibt es noch Polizisten. Ganz andere Hausnummer. Ich meine, die haben es eh nicht leicht, machen wir uns nichts vor. Ne? Der Coolness-Faktor von so einem Polizisten liegt ja ungefähr bei Leberwurst. Und dann kommt diese fiese, güllefarbene Polizeiuniform dazu. Oder man hat sich gerade damit arrangiert, naja, vielleicht ist der nett und dann sieht der aber eben aus wie jemand. Sie wissen, was ich meine. Das hilft dem Sexappeal nicht. Und ich weiß, es macht keinen Sinn, jetzt groß darüber zu meckern. Ich weiß, die haben jetzt alle schicke neue blaue Leibchen. Ne? Und das sieht sehr schnittig aus und niedlich. Und auf einmal sehen alle Polizisten aus, als wenn die super gut Englisch sprechen könnten. Und als wenn sie auch von einem Rapper mal wegrennen könnten. Ne? Ich find's gut. Polizisten sind in meiner Welt seitdem super souverän, super sexy, alles geil. Man könnte sagen, alles fein, wenn da nicht die Bayern wären. In Bayern ist man nämlich mit der neuen Uniform überhaupt nicht glücklich, denn es gibt, Achtung, wir kommen jetzt zurück zum Anfang, Probleme mit der Passform. Die bayerischen Polizisten platzen aus ihren Uniformen. Regelmäßig. Es ist wirklich das Tollste, was ich je gehört habe. Und da sind wir eben wieder beim Anfang. Ich persönlich glaube, dass die Bayern auch nur Menschen sind. Das mag, also da kann man nochmal, das weiß ich selber, aber es sind Menschen mit Gewichts. Ich weiß, Gewichtsprobleme. Auch Bayern haben Gewichtsprobleme. Aber in München, und das ist wirklich das Tolle, gibt man nicht dem eigenen dicken Hintern die Schuld an der berstenden Hose, sondern Hannover. Und Österreich. Sie sehen, es ist alles sehr, sehr verwirrend. Martina Hauschild bringt mal ein bisschen Licht in das Dunkel des bayerischen Polizeihosenschrittes. Ganz Deutschland ist begeistert von der blauen Polizeiuniform. Ganz Deutschland? Nein, ein von unbeugsamen Bayern bevölkertes Land hört nicht auf, an der modernen und atmungsaktiven Polizeitextilie rumzumäkeln. Ganz vorneweg die Polizeigewerkschaft in Bayern. Die Polizisten beschweren sich über die Passform natürlich bei den Hosen. Die Hosen sind sehr eng geschnitten und sie beschweren sich über die Qualität. Seit 2 Jahren bekommen bayerische Polizisten ihre Uniform aus dem Logistikzentrum Niedersachsen, quasi Ausland. Und das passt, die passt ihnen irgendwie nicht. Polizeiobermeister Heuschütter erläutert das Problem. Ich bin in Uniform Zug gefahren und habe dann einen Schritt aus der Sitzreihe rausgemacht und dann ist mir die Hose im Schritt auf 15 cm Länge gerissen und ich hatte noch 3,5 Stunden Fahrt vor mir. Und dann stellt die Uniform beim Gang zum Urinal für Polizisten in Bayern einen technisch aufwendigen Vorgang dar, der Zeit und Geschick erfordert.
ist natürlich in einigen Fällen vorgekommen, dass sich Kollegen über den Reißverschluss, die Länge des Reißverschlusses beschweren. Das heißt, es ist äußerst erschwert möglich, für die Männer im Stehen zu urinieren. Das heißt, sie müssen eigentlich ihren gesamten Einsatzgürtel abnehmen, die Hose öffnen, Knopf öffnen, um dann ihr Geschäft zu verrichten. Bayerische Uniformträger haben es nicht leicht. Fragt sich nur, warum sind die Hosen in Bayern zu eng, aber nicht in Niedersachsen? Das weiß ich nicht, weil Niedersachsen hat vielleicht eine andere Hose. Stimmt. Bayern hat als einziges Bundesland den österreichischen Schnitt gewählt, der dummerweise irgendwie nicht passt. Bayerns Innenminister Herrmann will diesem Uniformproblem jedenfalls nicht länger tatenlos zusehen und hat angekündigt. Aus diesem Grund wird derzeit die Einführung eines weiteren Hosenmodells mit alternativem Schnitt geprüft. Das heißt, eine neue Hose kommt in den Test. 280 Kolleginnen und Kollegen werden die Hose testen. Und das Ergebnis daraus wird dann auch präsentiert. Und wir hoffen, dass die neuen Hosen dann deutlich besser angenommen werden. Wir drücken die Daumen, damit Bayerns Polizei auch weiterhin auf dicke Hose machen kann. Männer mit Waffe. Bitte. So viel Aufregung in der ersten Sendung. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass jetzt überall vorne ein E dran steht? An allem im Grunde. Ich, weil ich nicht dumm bin, habe einfach vermutet, dass es um Entlastung geht. E wie Entlastung. Ne? Macht ja total Sinn. Entlastung fängt ja auch mit E an. Beispiel E-Autos, entlastendes Klima. E-Roller entlasten angeblich den Verkehr. Und E-Commerce entlastet den Einzelhandel. Naja, auf jeden Fall entlastet am allermeisten die E-Zigarette, nämlich die Lunge. Jedenfalls ist das ihr Ruf. Die E-Zigarette ist quasi die Zigarette des guten Gewissens. Weil die nämlich, für Leute, die das gar nicht wissen, die enthält keinen Tabak, der verbrennt und dann der ganze Qualm und der Krebs und so weiter, sondern Liquids, also so Flüssigkeiten, die nur verdampft werden. Und Dampf ist gut. Das weiß jeder, ne? Da können wir uns drauf einigen. Ich musste früher als Kind, stundenlang hat meine Mutter mich über so einen Topf mit Kamillenwasser und so ein Handtuch drüber, wenn ich erkältet war. 2-3 Stunden, die Poren waren auch offen danach. Daher kennt man es, in der Beauty-Branche ist es bekannt, ne? Die Mitesser-Ausdrück-Branche arbeitet auch viel mit Dampf, das ist meine Lieblingsbranche übrigens. Oder Gemüse, ne? Gemüse ist ja immer nur dann wirklich gesund, wenn es schon dampfgegart wurde. Also halten wir jetzt einfach mal fest, Dampf ist nicht nur gut, Dampf ist fucking gesund. Gesund! Wobei man kann es im Grunde bei der E-Zigarette noch nicht so richtig sagen, weil es noch gar nicht so richtig Studien gibt. Aber ist ja eigentlich auch egal, ne? Wir müssen ja nicht auf Studien warten, wir können ja einfach den Herstellern glauben. Und die sagen immerhin, dass beim Dampfen das Risiko für Lungenerkrankungen nur um die 30% liegt. Ja, 30%, was soll's? Oder als wäre es so, ist im Grunde wie Selbstmord, nicht aus dem 8., sondern aus dem 4. Stock. Einfach langsamer sterben. Für mich klingt es interessant. Grundsätzlich wurden E-Zigaretten übrigens eigentlich dafür entwickelt, so richtig alteingesessenen Rauchern irgendwie zu helfen, von dem ganz harten Zeug runterzukommen. Und das war nicht blöd, das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Die Leute rauchen weniger, jetzt wird viel gedampft und ehrlich gesagt, je nach Akkuleistung von diesem Dampfgerät, dampfen die manchmal so stark, dass man das Gefühl hat, mit einem so einem Atemzug könntest du so eine ganze Großraumdisco mit diesem 80er-Jahre-Tanznebel versorgen. Ich saß neulich im Auto, vor mir kam riesiger Dampf aus dem Auto. Ich dachte, die Karre brennt, alles explodiert. War wirklich nur ein Mensch drin mit einer E-Zigarette. Und E-Zigaretten, ich meine, machen wir uns nichts vor, die schmecken ja auch nach allem Möglichen, aber nicht nach Tabak, oder? Sind die wirklich dafür gemacht, Altraucher von der Kippe wegzuholen? Wollen wir kurz mal an Helmut Schmidt denken? Können wir uns vorstellen, dass der so ein nices Strawberry Cheesecake Liquid dampft? Ich sehe es nicht. Aber diese ganzen jungen Menschen, ne, die noch diese rosafarbene Lunge haben, die denken jetzt natürlich, geil, das ist cool, gesund, lecker, kalorienarm. So weit denkt man gar nicht, ne? Aber so ein normales Stück Käsekuchen hat irgendwie 400, 500 Kalorien. Das kannst du natürlich nicht bringen, wenn du noch in deine Polizeiuniform passen willst. Also dampft man einfach den Käsekuchen, weil dann hat er nämlich gar keine Kalorien. Da kann man danach trotzdem noch super easy bei Germany's Next Topmodel zum Nacktshooting aufmarschieren. Alles super safe. Sie sehen also, E-Zigaretten sind für alle gut, außer für Cowboys. Verdammt, du musst verrückt sein. Hä? Rauchen ist tödlich. Und was machst du da? Ich rauche nicht, ich dampfe.
Ich bin auf E-Zigaretten umgestiegen. Was für ein Ding? Elektronische Zigaretten. Aha. Das ist kein Tabak, nur Wasserdampf. Das ist jetzt in. So. Können wir jetzt zu unserem eigentlichen Anliegen kommen? Moment mal. Nur Wasserdampf. Das ist doch gar nicht richtiges Rauchen. Da kann ich es ja gleich lassen. Eben. Deswegen mache ich das doch, um von den Kippen wegzukommen. Außerdem ist es viel weniger schädlich. Ah, ich hab's kapiert. Man lebt gesünder. Und auch länger. Ja, das scheint vernünftig. Naja, gesünder leben durch E-Zigaretten. So richtige Langzeitstudien gibt's da noch nicht, ne? Rauchern kann das helfen beim Aufhören, aber für viele Kinder ist das eine richtige Einstiegsdroge. Ja, das ist doch Quatsch. Das würde die Tabakindustrie niemals machen. Sorry. Kein Problem. So. Also das hippe Marketing richtet sich eindeutig an Jugendliche, ne? Und diese ganzen Geschmacksrichtungen, Vanille, Himbeer, Kiwi, Maracuja, Kokosnuss, Zimt, Limette, Papaya, Marshmallow, Karamell, Keks, Cheesecake, Cola. Ja, jetzt ist mal gut mit dieser negativen Panikmache. Darf ich jetzt endlich mal meinen Job hier erledigen? In den USA gab es übrigens schon Todesfälle wegen gepanschter Liquids in E-Zigaretten. Zigarette? Ach, was soll's. Geht doch nichts über eine richtige, oder? Sag mal, kann ich die E-Zigarette haben? Was? Ja, es ist für meinen Sohn. Der steht total auf so Technikkram. Ach so. Ja, und Cheesecake macht er auch. Ja, da gibt's so leckere Sachen. Ne? Ich bin da allergisch. Das war ein Film von Freddy Radek und Jakob Leube. Irgendwie gibt's in Deutschland gar kein richtig gutes Wort für chillen oder relaxen. Oder chillaxen. Klar, man könnte sagen entspannen, aber irgendwie klingt es falsch, oder? Wenn jemand zu dir sagt, entspann dich mal, dann klingt es ja eher nach, geh mir nicht auf den Sack, als ich wünsche dir alles Gute und dass du ein bisschen runterkommst. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das kein Zufall ist. Das ist eine deutsche Sache, wirklich. In Deutschland sind alle immer auf 180. Alle sind immer wütend, alle schreien sich an. Und auch dafür gibt es wieder nur ein lässiges englisches Wort, nämlich Shitstorm. Während dieses Wort und der Shitstorm an sich direkt nach seiner Einführung nur, sagen wir mal, alle paar Wochen stattgefunden hat, ne, kann man heute inzwischen gar nicht mehr in Ruhe abwischen zwischen den ganzen Shitstorms. Einer geht direkt in den nächsten über. Es braucht überhaupt gar keinen Grund mehr. Ne? Hauptsache, alle drehen durch. Hauptsache, irgendwas brennt, irgendjemand brennt. Neulich, als Barbara Schöneberger gesagt hat, sie erinnern sich vielleicht, dass sich Männer auch lieber nicht schminken sollten, was natürlich keine unproblematische Aussage ist, ehrlich gesagt, hätte man doch aber statt sofort jetzt Fäkalien in den Wind zu werfen, auch einfach mal freundlich nachfragen können. Aber warum denn nicht, Barbara? Wenn es doch gut aussieht? Wenn es da ein Bedürfnis gibt für Make-up? Na, auf diese Art, so richtig chillaxed, hätte es man einfach mal versuchen können. Andererseits, ey, was weiß ich schon. Ne? Die Frage ist auch, gilt eigentlich, wer austeilt, muss auch einstecken können noch? Ich denke, ich frage Wolfgang Trepper, weil der tault mit Teilen zumindest aus, dann wird er vermutlich auch einstecken können. Bäm, Wolfgang Trepper, großen Applaus. Hi. Wir haben beschlossen. Ich lasse erst mal die Leute ordentlich klatschen. Man will das mitnehmen. Wir haben beschlossen, uns zu duzen. Ja, natürlich. Weil im beim Shitstorm wird ja auch nicht gesiezt. Wobei Nein. Das eine Frage wäre. Schon mal, Herr Trepper, Sie Arsch, gehört? Sowas? Nee, also wenn, dann immer direkt du, weil ja. Sagt sich ja auch viel leichter du Arsch als sie gefallen mir nicht. Ja, dabei wäre das die so viel bessere Variante, aber reden wir gleich drüber. Wobei ich wie an der Supermarktkasse so ein Herr Trepper sie Arsch auch gut fände. Ja, das wäre interessanter irgendwie. Ja, das stimmt, aber an der Supermarktkasse, die sind ja dann in Arbeit. Außerdem, man sieht sie, meistens steht auch noch der Name irgendwo dran. Und dann ist die Gefahr, dass man dann beleidigt wird, relativ gering. Weil dann müssen sie ja Gesicht und Namen geben. Ja, und wer kann das schon? Das machen sie alle nicht. Wir stellen dich kurz mal vor, was absurd ist. Ich nehme an, jeder kennt dich. Dennoch haben wir ein kleines Filmchen zusammengeschnitten, damit man einen Eindruck kriegt, warum du vielleicht den einen oder anderen Shitstorm um die Ohren geballert kriegst. Der kommt jetzt. Bitte schön. Wolfgang Trepper. Ein wahrer Feingeist der deutschen Kabarettlandschaft. Das ist ein Apfel, du Arsch! Zwischen 18 und 19 Uhr kriegst du nichts zu fressen. Damit mir so eine Scheiße einfällt, hätte ich ein paar in die Schnauze gekriegt.
Aufgewachsen im meditativen Naherholungsgebiet im Duisburger Stadtteil Rheinhausen entdeckt der kleine Wolfgang früh seine Liebe zum Handball, einer Duisburger Variante des Fußballs. Den OSC Rheinhausen führt er in den 90ern als erster hauptberuflicher Handballmanager Deutschlands in die erste Handball-Bundesliga und wieder raus. Mit seiner umsichtigen Art katapultiert er Radio Duisburg direkt in die Stratosphäre und sich selbst ins Fernsehen. Seit mehr als 10 Jahren ist er gern gesehener Gast in jeder NDR-Sendung, auch in der aktuellen Schaubude, in der neben ihm ein Mann auftritt, der Ritter und Hase zugleich ist. Und heute ist Wolfgang endlich in der Sendung, von der er selber weiß, dass sie die beste Show der Welt ist. Extra 3. Herzlich willkommen, Wolfgang Trepper. Wunderbar. Vielen Dank. Ich bin so verliebt in das Kinderbild. Ja. Also, nicht wunderbar. Das, ja, das Bild ist eh super niedlich als Kind, aber dann der Matrosenanzug. Ich dachte, dass das eine Erfindung von den Gebrüdern Grimm ist. Ich bin froh, dass sie das andere nicht genommen haben. Da liege ich noch auf dem Schaffell. In dem Matrosenanzug? Selbstverständlich. Nicht das, das gehörte zusammen, Matrosenanzug, ja, und Fell. Gab es damals schon den ersten Shitstorm im Kindergarten? Nee, ich war nie im Kindergarten. Ach so. Nee, die haben mich nicht aufgenommen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war nie im Kindergarten. Aber ist Shitstorm, das passiert dir häufig oder nicht? Ich meine, jemand, der auf einer Bühne steht und mit einer lauten Stimme sagt, so ist es, so finde ich, ja, es, das ballert zurück, oder? Ja, da kriegt man richtig Prügel und da ist dann auch wurscht, ob es um Politik geht oder um völlig banale Sachen. Es gibt Experten in Deutschland für alles. Ich habe mal vor einiger Zeit hier im NDR in der Talkshow erzählt, dass ich finde, dass die Texte der Kastelruther Spatzen zumindest verfassungswidrig sind. Und, mindestens. Und da habe ich Sachen erlebt, das war unfassbar, noch am gleichen Abend, also dass man dann Prügel angeboten kriegt, das ist noch das Geringste. Wir reden richtig von Morddrohungen und alle schlimmen Worte, die wir in der Schule gelernt haben, hintereinander weg. Also Morddrohungen nicht, aber die dringende Empfehlung, mich nie südlich von Frankfurt blicken zu lassen, weil da kommen wir hin. Nochmal, es ging um die Kastelruther Spatzen. Also, ja gut, aber die haben halt auch sehr leidenschaftliche Fans. Ja, das hat mir auch zu denken gegeben, aber die... Aber du hast es direkt danach aber nochmal gemacht, richtig? Es, ja, gab natürlich, auch die Mütze und du dachtest, warum nicht noch einen? Nein, man darf alles, aber man darf, dann ist es auch egal, ob es um Politik geht oder um Fernsehsendungen oder um die Kastelruther Spatzen. Man darf doch diesem Mob nicht nachgeben. Nein, wo sind wir denn? Man muss doch dagegenhalten. Also, aber das geht auf keinen Fall. Aber da drinnen wohnt ja auch ein Herzchen. Da ist doch ein Mensch drin mit Gefühlen und all das. Im Grunde ist das doch wie so ein Lemming-Ding. Man macht was über die Kastelruther Spatzen, es gibt aufs Maul, es tut weh, man macht es nochmal. Ja. Es gibt auf Maul, es tut weh, man macht es nochmal. Irgendwann, irgendwann waren wir dann die Kastelruther Spatzen scheißegal, da habe ich es gelassen. Aber da bin ich wirklich von überzeugt, auch wenn man jetzt in anderen Sachen sich umguckt, was in der Politik passiert, was mit Renate Künast passiert ist. Mhm. Solchen Sachen darf man doch nicht nachgeben. Man darf doch nicht zur Seite treten und sagen, ich halte jetzt Maul, damit der Mob gewonnen hat. Wo kommen wir denn dahin? Also das geht auf keinen Fall. Nee. Aber man macht auch, ich will es nicht zu ernst werden lassen, aber man riskiert, finde ich, dennoch sehr wohl geistige Gesundheit. Das tut doch weh. Du kannst mir nicht erzählen, dass das über dich fließt und du denkst, Nein, überhaupt nicht. Du liest Sachen und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wenn Leute sich aufgeregt haben. Ich habe mal eine Nummer darüber gemacht, dass ich der Meinung bin, dass alle Mütter der Welt glauben, dass ihre Kinder verhungern. Und du bist 10 Minuten zu Hause und wirst grundsätzlich von deinen Eltern gefragt, willst du nicht was essen? Ja. Und du willst nichts essen, aber du kriegst es hingestellt und wehe, du isst es nicht. Ja. Und, ich esse immer auf. Ja, ich auch, damit Ruhe ist. Aber und weil es schmeckt. Und weil es lecker ist und überhaupt. Aber die Tatsache ist, dass ich gefragt worden bin, ob ich jemals meine Mutter mit Respekt angesehen hätte. Und wenn nicht, dann würde man mir wünschen, dass ich in einem Altenheim verrecke.
Alter. Und wenn du sowas liest, das geht, da hast du recht, ja, das geht nicht einfach an einem vorbei. Dann denkt man, mein Gott, ich habe doch, ja, nur eine Nummer über Rosenkohl gemacht. Und, ja, das muss doch drin sein, eine Nummer über Rosenkohl. Das muss man doch noch machen dürfen. Ja. Aber da gibt es dann welche und die sind dann organisiert. Und dann kriegst du die gleiche Mail von verschiedenen Absendern. Ist vielleicht für, ja, Sie auch mal interessant. Und dann ist immer der gleiche Rechtschreibfehler an der gleichen Stelle. Das heißt, die kopieren das und schicken und bitten dann ihre Freunde, schick du das auch dahin. Wir müssen gleich noch mal darüber reden, wie sich das organisiert. Weil das ist tatsächlich eine ganz merkwürdige Art und Struktur, so ein Shitstorm. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet, um mal so ein paar ganz merkwürdige aktuelle Shitstorms vorzustellen. Themen, ja, wo man denkt, wie kann daraus denn was so Großes werden? Wir gucken da mal rein. War sonst noch was? Na und ob? Ein Shitstorm muss nichts Böses sein, manchmal ist er sogar Bürgerpflicht. November 2017, das deutsche Frühstück ist in Gefahr. Nutella schmecke nicht mehr so wie früher, so beklagen Konsumenten. Tatsache ist, der Brotaufstrich hat eine veränderte Rezeptur. Deutschland flippt online aus. Was habt ihr gemacht? Merken die sich noch? Schmeckt zum Kotzen. Wow. Ja, hier wird auf Kosten der deutschen Leitkultur gespart. Mehr Magermilch? Weniger Kakao? Frechheit, ganz Deutschland ist monatelang im Shitstorm-Rausch. Eindeutig wieder nicht zu erkennen, was natürlich, also sehe ich so, verarscht. War sonst noch was? Oh ja, was ein fetter Shitstorm ist, weiß inzwischen auch Sausan Schäbli von der SPD. Auf einem jahrealten Foto hatte ein Twitter-User diese Rolex entdeckt und seinen Sozialneid in die Welt getötet. Alles, was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss. Der Shitstorm aus Neid und Rassismus wehte das Thema sogar bis nach England. Mein Facebook-Konto wurde Tummelplatz für Nazis und Extremisten. Aber es gab auch coolen Support aus der Frauenversteher-Ecke. Deutschrapper Flair. Sie könne sich gerne jederzeit eine fette goldene Rolli bei mir abholen. War sonst noch was? Ja, früher waren Shitstorms lustiger. Nee, sowas finde ich nicht schön. Nee, also wirklich wahr. Davon bin ich, also nee. Nee, wissen Sie, nee. Aber, nein. Wo kommt diese Energie her? Die Energie für, ja, den Shitstorm? Ich frage mich, wer fängt, wo kommt die Energie her, wo kommt all diese Wut her? Ja, erstmal die Leute, die das machen, da sind wir uns ja hoffentlich einig, erstmal haben die viel zu viel Zeit. Ich hätte nicht die Zeit, mir jeden Scheiß anzugucken und mich über eine Rolex-Uhr bei irgendjemand aufzuregen. Ist mir doch scheißegal, welche Uhr der hat. Also wirklich, das ist vollkommen krank. Die anderen Sachen ist, man kann das anonym machen. Das ging zu Zeiten nicht, wo man das Internet nicht hatte. Da gab es einen Leserbrief in der Tageszeitung und dann wurde der so gekürzt, dass das immer genau reinpasste in die Lücke, die Zeitung noch hatte. Und fertig ab. Heute machst du das anonym und es gibt genug Idioten, das muss man einfach mal so sagen. Wir haben früher immer gesagt, die Bekloppten werden immer mehr. Die haben inzwischen die Mehrheit. Das ist das Problem. Ja. Und dann finden die sich und treffen sich und können sich dann gegenseitig hochschaukeln an Themen, die gar keine sind. Das liegt natürlich an deren leeren Leben. Sollten sie sich mal besser im Hospiz engagieren oder für Kinder, die Zeit brauchen, da hätten sie was zu tun. Ja, es ist vollkommen richtig. Im Grunde ist wahrscheinlich einfach durchatmen, einmal sich eine Sekunde Zeit lassen zu denken, einmal tief durchzuatmen und nicht sofort den ersten Impuls rauszukloppen. Ja, zumindest wäre das und mal darüber nachzudenken, ob das wichtig ist. Wirklich, wen stört's, was die Frau hat? Wen interessiert, ob Frau Schöneberger findet, dass Männer sich nicht schminken sollen? Das ist mir sowas von scheißegal. Mir nicht. Ehrlich nicht? Nee, ich finde nur, man muss nicht all diese Worte benutzen. Man könnte einfach sagen, Entschuldigung, ich bin anderer Meinung, ich hätte folgende Idee. Das wäre, glaube ich, schon mal einfach eine Art, um so einem Shitstorm die Kraft zu nehmen. Einfach denken, das Schlichteste. Ja, lass uns anfangen zu denken, Wolfgang. Das ist für viele Leute mittlerweile ein großes Problem. Ich weiß, deswegen rufe ich dazu auf. Ich wünsche dir so sehr, dass nicht noch mehr davon um die Ecke kommt oder dass du genug Polster um dein Herz machen kannst, damit es dich nicht weiter verletzt. Vielen Dank, dass du hier warst. Wolfgang Krepper war das. Und ich danke dir. Vielen Dank. Wir halten fest, erstmal atmen und denken und runterkommen. Es kann leider sehr gut sein, dass Ihnen der nächste Film von Franziska Kümpel und Anna Berghut dabei eventuell keine Hilfe sein wird. Tut mir leid.
Der Verwaltungsausschuss in Delmenhorst kann ganz schön viele Sachen. Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Entwässerung. Und rechnen. 12 plus 1, das macht in Delmenhorst 11. Wie? Das stimmt nicht? 12 plus 1 ist 13? Aber das hieße ja, dass zwei Leute mehr im Verwaltungsausschuss sitzen, als von der Kommunalverfassung zugelassen sind. Ups. Er ist vor 3,5 Jahren passiert und dieser Fehler ist wirklich schleichend und sicher durchgegangen. Und keiner hat es gesehen. Und keiner hat es gesehen. Das ist leider das Fatale an der Angelegenheit. Konnte ja keiner mit rechnen. Leider hat der Ausschuss nun 3,5 Jahre in falscher Besetzung abgestimmt. Das bedeutet insgesamt also 1, 2, C, 8 und 11, exakt über 700 Mal vielleicht. Das finde ich nicht gut. So ist es in Delmenhorst. Wir müssen damit leben. Aber trotzdem haben wir unsere Heimatstadt gerne. Nur in Delmenhorst sind 2 und 2 5. 5. 7, Mann. Blöd halt, dass die meisten Beschlüsse zu Steuern, Haushalt und Gebühren in Delmenhorst jetzt offiziell erstmal nicht mehr, zählen und ganz neu beschlossen werden müssen. Ach Mist. Das bedeutet jetzt noch viel mehr Mathematik. Ich weiß nicht, ob noch finanzielle Konsequenzen, Entschädigungen, Regressforderungen dergleichen da auch noch auf die Stadt zukommen. Das ist noch gar nicht übersehbar. Wir wissen nicht, wie das Ganze enden wird, ob es irgendwo im 5-, 6- oder vielleicht sogar 7-stelligen Bereich irgendwo sein wird. Tja, wer die falsche Zahl hat, hat die Qual. Oh Gott, alles nicht so einfach. Nie ist es mal einfach. Ist echt so. Genauso beim Fernsehen. In Zeiten von Streamingdiensten hat es die deutsche Serienproduktion nicht leicht. Vor allem die Vorabendserie leidet wie Sau. Ne, man muss nur mal an Marienhof und Lindenstraße denken. Weg und weg. Und ich finde es schon irgendwie schade um das Genre. Dabei darf sich die Vorabendserie jetzt seit ein paar Jahren ja sogar endlich Soap nennen. Mhm. Bedeutend lässiger, bedeutend nicer. Und jetzt mal ganz im Ernst, was ist denn bitte näher dran an Deutschland als diese Serien? Wer von Ihnen war denn nicht schon mal Teil einer Intrige? Ja? Wer von Ihnen war nicht aus Versehen schon mal in einer satanischen Messe? Derjenige werfe den ersten Stein, der nicht schon mal versehentlich ein Kind mit seiner Schwester gezeugt hat, nachdem er an Daniels Bar einen Drogendeal nur mit einer Machete hat beenden können. Also kann man auch mal Danke sagen an die Soap. Ich finde, dass wir generell unsere Soaps einfach auch ein bisschen mehr feiern sollten und unterstützen. Und deswegen haben wir unsere eigene Lieblingsserie Rote Rosen unterstützt, indem wir sie, ich sag mal, inhaltlich ein ganz kleines bisschen aufgewertet haben. Rote Rosen. Ich muss dir was sehr, sehr Schlimmes gestehen. Mach schnell, ich muss zum Friseur. Deine Mutter ist gar nicht. Der Bruder von meinem Onkel. Dann sind du und ich ja doch keine Geschwister. Dann können wir ja morgen heiraten. Was machen Sie denn hier? Der NDR hat mich geschickt. Diese Kackserie wird renoviert. Der ganze Kitsch kommt weg. Aber der NDR hat uns doch Doppelkitsch versprochen. Dumm gelaufen. Haben die sich anders überlegt? Muss ich hier mitspielen, bis ich groß bin wie die in der Lindenstraße? Hilft her. Maul halten, Korn trinken. Prost, Mutter. Wenn Sie die Rosen übermalen, passt ja der Name der Serie gar nicht mehr. Die Pappdeko ist nur der Anfang. Danach wird dann noch ganz Lüneburg abgerissen. Das ist nämlich auch viel zu kitschig. Ich heirate doch nicht mit dir, du Glitschmatte. Ja, dazu fällt mir jetzt kein guter Text ein. Das Wichtigste kommt erst noch. Der NDR hat beschlossen, dass es in Zukunft... Zum Mittag kein Delfin-Gulasch mehr gibt? Oh. Nein, es wird in Zukunft richtige Drehbücher geben. Ja, dann braucht diese Schmonzette ja auch richtige Schauspieler. Ganz genau. Und wenn ich hier fertig bin, wird die nächste Serie renoviert. Der Tatort. Ich gehe ins Dschungelcamp. Das war ein Film von Henry Sperling, Carsten Deutschmann und Jens Böttcher. Das war ein sehr, sehr schöner Film sogar.
eben, ich weiß nicht, Sie haben es ein bisschen verlacht, weil Sie so lustig waren, aber mein Lieblingssatz aus dem Film war, wie die Mutter zum Kind sagt, Maul halten und Korn trinken. Ich finde, das ist auch eine gute Verabschiedung. Ich habe überlegt, ob ich mir das so ein bisschen aneigne. Wir gucken mal, mit uns war es das jetzt im Grunde schon wieder. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Morgen Abend gibt es dann Christian Ehring mit Extra 3 im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit Zapp und zwar mit dem etwas anderen reellen Irrsinn, nämlich AKKs Rücktritt. Auch hier würde sehr gut passen, Maul halten, Korn trinken. Tschö.